Oh, jo. Sekiro 2, da gibt es noch weitere Inhalte. Und heute einer dieser wunderbaren Inhalte gucken wir uns nämlich an, nämlich das Lowrider-Update. Man gibt die Special Lowrider-Fahrzeuge, die man jetzt kaufen kann, beziehungsweise eins, den Impala nämlich. Und das Ding kann wunderbar rumhüpfen und das ist ziemlich, ziemlich geiler Scheiß. Plus, das Spiel bekommt in Zukunft ja auch noch ein weiteres Story-Update, was mich als Singleplayer-Fan natürlich hart, hart freut. Plus Polizei und allem. Also es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr geil, was die Sekiro 2 in Zukunft wieder bekommt. Und ich denke mal auch für mich ein bisschen wieder interessanter macht. Weil momentan ist ja sehr viel gegrindet, die Summits, bla bla. Und ich brauchte mal wieder was Neues, also was anderes als immer nur Summit-Inhalte. Und das kommt anscheinend. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Aber heute ist erstmal alles hier im Bild, nämlich dieser wunderbare Busch, den ich euch hier zeigen wollte. Ich zeige euch den mal hier. Das ist ein wunderbarer Busch. Ja, wunderschön Design, muss man sagen. Wirklich schön. Nein, es geht um den Chevrolet Impala Lowrider Naranja Edition. Auf jeden Fall gibt es vom Chevy Impala jetzt eine Lowrider-Fassung, beziehungsweise zwei Lowrider-Fassungen, um genau zu sein. Wenn wir jetzt mal ganz kurz in den Katalog reinschauen. Ist der Chevy Impala auch so neu reingekommen? Ich meine aber, der normale ist kein Lowrider. Falls ich mich jetzt nicht komplett vertue, ich meine, normales Sportscene ist eben kein Lowrider. Das sind eben zwei neue Lowrider-Versionen, die reingekommen sind. Einerseits in der Naranja Edition, den ihr euch eben für Credits oder eben für Bugs oder Crew-Credits kaufen könnt. Im Bundle eben auch noch mit Crew-Credits, mit ein paar Special-Sachen, das habe ich jetzt mal gemacht, und eben als Summit-Belohnung für diesen Summit diese Woche, gibt es eben den Lowrider in der Red Duchess Edition, den gibt es halt auch noch zu gönnen, also wenn ihr Bock drauf habt, die beiden können auf jeden Fall wunderbar rumhüpfen und sehen sehr, sehr nice aus. Ich finde Lowrider einfach ultra, ultra geil, und da ich das Spiel in den USA spiele, passt das Ganze ja, finde ich, auch noch sehr setting-technisch gut rein. Ja, wir schauen uns den Wagen doch gerade mal erstmal ein wenig an. Auf jeden Fall wunderbares KZ auch, also das Ding sieht halt einfach so sexy aus. Dann haben wir eben die Custom-Felgen. Ihr seht eben diesen kompletten, ich mache mal die Tür auf, warte mal ganz kurz, so, den kompletten Custom-Innenraum, den dieser Lowrider bekommen hat. Hier auch überall diese Ornamente dran, und dann haben wir auch hinten dieses Schild hier, Ivory Lowrider Crew haben wir drin. Es hat so ein bisschen Vibe jetzt von Rockstar Games mit GTA 5, da gab es ja auch das Lowrider Update. Super, super geil. Ich hoffe, dass da in der Zukunft noch mehr kommt, weil man muss leider sagen, das Lowrider Feature, also dieses Rumhüpfen, ist keine Tuning-Option. Also du kannst jetzt nicht an jedes Auto dran packen, sondern die Autos haben das oder haben das halt nicht. Dementsprechend ist es halt noch so ein bisschen, dass ich wünsche, dass es vielleicht auf jeden Fall noch mehr kommt, beziehungsweise noch ein paar Fahrzeuge, die vielleicht im Spiel sind, die sich halt als Lowrider anbieten würden aus dieser Ära, dass man die vielleicht noch als Lowrider upgraden kann. Das wäre halt nochmal das i-Tüpfelchen oben drauf. Wir gehen mal ganz kurz um meinen Innenraum, weil ich muss mir den ganz kurz mal schnell anschauen, weil er sieht nämlich leider, er sieht im Inhalt wirklich so dermaßen geil aus, weil halt so viel Liebe zum Detail in diesem Modell steckt. Also das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr nice gemacht, muss ich sagen. Also gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ja, natürlich, dadurch, dass es Special Edition ist, ist anpassungstechnisch jetzt nicht super viel drin. Prestige-Objekte sind schon dran. Wir haben anderen Rauch, sehen wir natürlich gar nicht. Wir haben gelbes Nitro, andere Unterbodenbeleuchtung bekommen. Und ja, also dementsprechend ein paar wunderbare Sachen. Reifen könnten wir auch noch ändern. Machen wir natürlich nicht, weil der Kollege hat serienmäßig weiß von Reifen. Und die passen natürlich wie Arsch auf einmal auf dieses Kfz. So, Verzierung. Ich glaube, da können die Leute sogar trotzdem noch was machen. Also die Verzierung ist trotzdem änderbar, was ganz nice ist. Also die Leute können hier auch wunderbar ihren Lowrider-Vibe auslassen. Was ich sehr geil finde, weil dadurch kannst du diesen Wagen, auch wenn er eben kaum tunbar ist, optisch jetzt immer noch gewissermaßen anpasst und deinen eigenen Lowrider-Vibe mitgeben, was ich sehr cool finde, muss ich sagen. Ich finde die Originallackierung aber doch schon sehr nice. Oh, und obwohl, ich muss sagen, die Leute haben guten Geschmack. Die Leute sind hier für Lowrider, haben die auf jeden Fall ein gewisses Händchen, würde ich sagen. Okay, ich nehme es sofort wieder zurück, haben sie nicht. Sie haben kein Händchen dafür. Vergesst es, sie haben kein Händchen, sie haben echt Probleme mit sich selber. Hier, sowas muss auf dem Auto kommen. Hier mit den ganzen, das ist halt einfach geil. Ich finde das aber, wie gesagt, auch schon nice. Deswegen bleiben wir erstmal bei dem originalen Design. Ich habe schon mal Leistung reingezimmert, weil Serie fahren, das machen wir hier nicht. Ich guck mal gerade kurz, ob wir vielleicht ein Outfit haben, was mir mehr Lowrider-mäßig aussehen könnte. Warte mal ganz kurz. Mal ganz kurz hier meinen Charakter mal wieder anpassen. Ob wir vielleicht Kleidung haben, die, ich sag mal, mich eher Lowrider-mäßig aussehen. Ja, ich glaube, das auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so, das ist jetzt nicht unbedingt das Lowrider-Outfit schlechthin, aber ich sag mal so, es geht am nächsten an den Innenraum meines Autos ran. Handschuhe fahren wir nicht, Unterkörper. Oh, irgendwelche Baggy Pants, irgendwas, ja, hier so in die Richtung geht schon klar. Schuhe. Nein, die ich drauf hatte, eigentlich schon ganz okay, ne, würde ich behaupten. Ja, komm, lass mal die. Die waren ganz gut an, so gibt's kein. Oh, Outfit könnten wir natürlich auch mal. Wir haben natürlich, wir haben hier das.
Das Collector-Outfit haben wir nämlich frei. Aber das passt nicht dazu. Nehmen wir den, pass auf, was ich jetzt genommen habe. Ja, gut, das passt doch. So, so können wir unseren Lowrider fahren, Junge. Die Hose hängt mir bis in die Kniekehlen. Wunderbar. Okay, ab geht's. Einmal raus mit dem Lowrider. Eine Runde fahren. Ach krass, das Lowrider-Schild hinten leuchtet sogar. Falls euch interessiert, wie man den steuert, Stick hoch, Stick runter. Boah, der wubbert so geil. Kann ich das auch während der Fahrt? Kann ich das auch während der Fahrt machen? What the fuck? Natürlich. Was zum Fick? Das ist ja. Alter. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, es geht wirklich nur um Stand. Aber sehr intuitiv, dass sie das auf den Joystick gelegt haben. Nachteil ist natürlich, man kann nur vorne, hinten runter. Und nicht so, wie ich mir das. Alter, ich hau die Front jetzt mal auf den Boden dabei. Und nicht seitlich noch, das wäre noch ganz cool. Das geht leider nicht, weil damit ist leider Lenken. Aber nichtsdestotrotz kann man halt während der Fahrt das machen. Und man wird es auch aus Versehen ab und an machen, weil natürlich, wenn man beim Lenken mal den hier macht, so. Hoppa, oh, hoppa, hey, wir werden. Also ein bisschen besoffen unterwegs, so in die Karre, während der Kurvenfahrt hoch und runter hämmert. Alter. Ja, das ist leider sehr geil, muss ich leider gerade jetzt mal. Ja, das finde ich schon ein bisschen cool. Alter. Hui. Boah, wir müssen mal zum Riesenrad. Warte mal, wir müssen auf den Pier. Weil ich glaube, auf den Pier mit dem Lowrider drauf, das muss leider so dermaßen pornös aussehen. Vor allem wegen der Abendstimmung jetzt. Ah. Es ist ein bisschen schwierig, die Karre in Kurven zu kriegen, weil man immer wieder außen den hier macht. Und man sich so denkt, ey, ich will gar nicht hoch in den Wagen. So, hoppa, stoppi. Bremst man damit stärker, wenn ich das mache? Ich guck gerade mal. Ich sag mal so, man kann ihn auf jeden Fall weiter ausfedern lassen. Das ist schon mal. Haben wir gerade Wheelie gemacht? Oh, wir können Wheelie machen ganz kurz. Dago hier. Man kann den hier machen. Ui. Alter, es ist ja voll. Also, es ist schon mal sehr geil, dass das während der Fahrt geht. Das muss ich gerade auf jeden Fall schon mal sehr lobend erwähnen. Also, ich meine mal, GTA 5 geht es nur während des Stehens. Dass das während der Fahrt geht, ist auf jeden Fall schon mal ein großer Pluspunkt. Dass das Lowrider da hinten drin leuchtet, ist natürlich auch ultra geil. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich auch ein ultra geiles Detail. Leider ist der Pier nicht so frei befahrbar wie in anderen Spielen. Das wäre sehr schön. Der ist leider hier ein bisschen sehr locked, muss ich leider sagen. Wo ich auch nicht so ganz verstehe, warum, bin ich ehrlich. Also, man befährt ja hier keine Menschen in Psychic Shoot 2, deswegen gibt auch die Freiheit, hier drüber zu fahren, wie ich will. Das mache ich jetzt halt Wheelie. Und Stoppy. Man kann auch so fahren, das funktioniert. Schleift halt wie Scheiße, aber es funktioniert. Man muss halt auch mal ohne Stoßstange klarkommen. Alter, es ist halt so geil, dass ich hier während der Fahrt abziehen kann. Also, ich bin ehrlich, als sie das angekündigt haben, beziehungsweise der Summit da angezeigt worden ist, hier mit Lowrider-Update, bla bla bla, da war ich ganz klar der Annahme, also gegen Ivory Tower, ja, das ist nur fürs Bild so, die Autos sehen halt aus wie Lowrider, es gibt eine Special Edition, die kann vielleicht im Fotomodus rumhüpfen oder in diesem Special Event im Summit, da wird der Wagen dann halt eine Animation haben, wo er ein bisschen hüpfen kann. Wir als Spieler werden das natürlich nicht steuern können. Und dann kommt das da, also... Ich bin immer wieder über Ivory Tower überrascht, muss ich sagen. Also die sind in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr geil am Start, was ihre Weiterentwicklung angeht. Da kann man echt nichts gegen sagen. Wie gesagt, vor allem das kommende Story-Update, was reinkommt mit Polizei in allem drum und dran, was ultra geil ist, wo ich richtig Bock drauf habe. Ihr wisst ja, das Polizei-Update bei The Crew 1 fand ich absolut Grütze. Das war halt einfach scheiße. Es war halt da, aber der Netcode und alles andere im Multiplayer war halt so eine Katastrophe, dass es nicht spielbar war, weil irgendwie alles am Rumlecken war. Irgendwie war nie das, was du erwartet hast, als nächstes passiert. Und. Also es war ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen sehr viel Zufallsglück. Und wenn sie das jetzt richtig auf Kette kriegen, plus, wie gesagt, es kommt eine neue Story anscheinend rein, was mich hart freut, dann wird es schon sehr geil. Plus, der nette KS hat auch wieder einen Job dadurch. Also klar, der macht auch so Arbeit, also ist nicht so, dass der nach Need for Speed arbeitslos geworden ist. Keine Sorge. Aber der hat ja für Need for Speed die KS-Kaste rein und dann hat EA den gefühlt anscheinend einfach wie gefeuert. Und jetzt macht er die Autos für The Crew 2. Also es gibt ein Auto von Kusar Salem, Salim, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. KS auf jeden Fall designed für The Crew 2. Also kommt dann mit dem Update. Ich glaube, das war jetzt November oder Oktober, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Musik passt halt gerade per se. Er ist halt so geil, dass du halt einfach mit dem Lowrider durch die Stadt cruisen kannst, während du die Achsen bewegst. Wie geil! Ich habe da auch meinen vollsten Respekt, dass sie das umgesetzt haben, weil das fahrphysiktechnisch ist hier der größte Abfuck auf Erden gewesen. Ist das vernünftig umzusetzen? So Leute, wir haben Lowrider drin. Wollen wir, dass sie sich wieder in der Fahrt bewegen? Jeff, wollen wir das wirklich? Ja, eigentlich schon. Aber das ist ein Kackaufwand, Jeff. Wollen wir das wirklich? Ja, wir machen das jetzt.
Weil das ist hier wirklich ein Fuck-Aufwand, dass die Karre dann immer noch physikalisch vernünftig funktioniert. Also die haben da auf jeden Fall ein bisschen Arbeit reingesteckt, dass die Lowrider so funktionieren. Wie gesagt, ich hoffe, das bleibt nicht der Einzige, dass das Ding jetzt hier nachher wieder gegessen ist und man sagt, ja, wir haben Lowrider drin, das reicht jetzt. Also ich hoffe, dass da noch ein paar kommen oder eben Autos noch Updates bekommen. Weil wir haben noch Autos im Spiel, die auch als Lowrider gehen würden. Pontiac GTO und sowas. Das kannst du alles als Lowrider umbauen. Und da wäre es sehr geil, wenn die noch ein Update kriegen würden. Das würde ich hart feiern. Oder eben, dass ein Lowrider als Upgrade-Teil kommt. So. Das wäre geil. Boah, einfach das ist so ein Fahrwechsel. Das könnte man super gut machen. So ein Fahrwerks-Upgrade bei Performance-Teilen. Eben, oder eben bei Optik-Teilen von mir aus. Entweder Lowrider, eben wenn passend, oder Luftfahrwerk. Ivory Tower, danke für später, ist kein Thema, ihr könnt die Idee haben, ich gönne euch die, einfach super. Hat ein anderer Entwickler auch schon gemacht mit Luftfahrwerken, die haben es aber nur während des Stunts bekommen. Vielleicht kriegt es hin, dass ich mit dem Luftfahrwerk auch durch LA schleifen kann. Das wäre, würde mich ein bisschen anhören, muss ich sagen. Denke an meine Worte, bringt ein Airwide und Lowrider Upgrade rein. Kein Scheiß, ich küsse euch die Füße, also mache ich nicht, das ist ekelig. Das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man davon Fetischisten sein kann. Es ist mir ein absolutes Rätsel, was wir gerade für ein Themaschwank hier haben, auch vor allem ganz komisch. Auf jeden Fall, ich würde mich sehr bedanken. So, ich glaube, es sollte reichen. Das ist ein sehr großer Mond. Ich würde mich aber riesig freuen. Ich drücke es mal so aus. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir auch Airwide haben. Und noch mehr Lowrider. Wenn so einen kompletten Lowrider vorparken, dann stehst du an der Kreuzung und machst den hier. Das wäre schon geil. Plus im Stand wäre es doch cool, wenn die Karre steht bei Lowrider, dass ich mit links, rechts auch noch links-rechts hochheben kann. Also sobald ich stehe, dass dann auch links-rechts freigeschaltet wird. Sobald ich fahre, dass dann links-rechts halt lenken ist, aber sobald die Karre steht, dass eben auch noch theoretisch für Seitwärtsbewegung möglich wäre. Das wäre natürlich nochmal das i-Tüpfelchen, liebe Leute. Das wäre natürlich nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte. Ne, wisst ihr Bescheid? Schöne Vergleiche heute. Es ist der Wahnsinn hier. Hier werden Sachen gezogen, das gibt's gar nicht. Sieht man das Schild eigentlich auch im Innenraum? Warte mal. Der Rückspiegel sowieso nicht. Der Rückspiegel funktioniert ja gar nicht richtig. Einfach so weit kann ich mich gar nicht umgucken. Haben wir echt keine Seitenspiegel? Ja klar, ist ja auch ein Lowrider. Wir fahren ja auch nie nur vorwärts. Wir gucken nicht nach hinten. Wir haben wirklich keine Seitenspiegel. Das ist kein Scherz. Ich meine das ernst. Wir haben echt keine Seitenspiegel. Das ist ein sehr interessanter Fakt, falls euch das interessiert. Keine Seitenspiegel. Ist halt sehr interessant, wenn du aussehen mal... Ich glaube, man hat so seine Momente, wenn man so lenken will und in die Kurve zu spät kommt, man auch den Stick so nach hinten vorne schmeißt, wo man dann denkt, okay, dann verbremst die Karre halt besser, was sie natürlich nicht tut, weil der Wagen sich ja nicht bewegt. Außer man hat einen Lowrider, dann passiert bei Bremsmanöver das hier. Man macht einen absolut bekloppten Stoppy. Sehr nice, muss ich sagen. Also, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und wenn mir der Wagen so gefällt, lasst mir das Video doch auch gerne einen Daumen oben da. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und wenn ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich werde raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gönnt euch den Lowrider, ist leider sehr geil. Also das ist wirklich ein Auto, wo es sich wirklich lohnt, weil es ist ein Lowrider. Es ist schon ziemlich nicig, muss man einfach sagen. Ja, wie gesagt, ich bin dann raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.